Die andere Sache, dieser Ausdruck hier, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und dann sagt er zu seiner Frau, ilhaqi bi ahliki, gehe zu deinen Angehörigen, gehe zu deinen, schließ dich deinen Angehörigen an. Dieser Ausdruck, wenn jemand das zu seiner Frau sagt, ist das eine Scheidung? Nehmen wir mal an, er sagt das in einer Streitsituation. Sie streiten sich, und dann sagt er zu ihr, ilhaqi bi ahliki, geh zu deinen Eltern oder geh zu dir nach Hause. Ist das eine Scheidung? Kann es eine Scheidung sein? Warum kann es eine Scheidung sein? Weil wenn ich sage, ess Brot und ich beabsichtige damit, sie zu scheiden, ist sie geschieden? Es gibt zwei Formen von Ausdrücken, die für die Scheidung stehen. Einmal die Begriffe, die nennen sie Al-Alfad Al-Sariha. Das sind Ausdrücke, die ganz klar für eine Scheidung stehen. Wie zum Beispiel das Wort Talaq. Wenn er das verwendet, er sagt Anti-Talaq, du bist geschieden. Oder Anti-Mutallaqa. Wie man auch das, immer das Wort nimmt. Und dann gibt es sogenannte Kinayat. Kinayat heißt, das sind Ausdrücke, die zwar auf eine Form von Trennung hinweisen, aber nicht explizit für die Scheidung stehen. Zum Beispiel, geh zu deinen Eltern. Damit kann eine Trennung gemeint sein. Geh zu deinen Eltern, weil wir zum Beispiel nichts mehr gemeinsam haben. Weil wir geschieden sind. Wenn er hiermit die Scheidung beabsichtigt, ist sie geschieden. Wenn er das nicht beabsichtigt, ist sie nicht geschieden. Was ist, wenn er sagt, du bist geschieden, ich scheide mich von dir, wir sind geschieden, aber er sagt, ich habe das gar nicht beabsichtigt. Also der Unterschied zwischen dem Talaq al-Sarih, dem klaren, expliziten Ausdruck des Talaq ist, dass dort die Absicht keine Rolle spielt. Die Absicht spielt keine Rolle. Der klare, explizite Ausdruck, wenn man ihn bewusst gesagt hat, also jemand weiß, was es bedeutet, und er sagt das, und er weiß, was für Folgen das hat, der kann dann nicht sagen, ich habe das nicht beabsichtigt. Bei der Kinaya, das heißt bei den mehrdeutigen Begriffen, dort entscheidet seine Absicht, was er wollte. Na, deswegen sagte der Prophet, er sagte, ثَلَاثَةٌ جِدُّهُنَّ جِدُّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ. Drei Dinge, der Ernst darin ist Ernst und auch der Spaß darin ist Ernst. Das heißt, was kennzeichnet Spaß? Dass man es nicht beabsichtigt. Man sagt etwas, was man nicht beabsichtigt. Er sagte, An-Nikahu wa-Talaqu wa-Al-Ataq. Diese drei. An-Nikah, Eheschließung, die Scheidung und der Al-Ataq ist die Freilassung von den Leibeigenen und der Sklaven.